Hallo und Servus, hier ist Ahoi NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken. Mein Name ist Tobias Caro und ich habe mir für den heutigen Freitagspodcast einen besonderen Gast eingeladen, nämlich Leo Willert, den Geschäftsführer bzw. ich muss es genau sagen, den Gründer und CEO bzw. Head of Trading von Arts Asset Management hier in Wien. Wir treffen uns bei Ihnen gemeinsam in Ihrem Büro in Wien. Lieber Herr Willert, ich freue mich sehr, dass das klappt mit dem Podcast. Sie sind ein gesuchter Mann, gerade in Zeiten, in denen wir über Drawdowns sprechen. Deswegen vielen Dank, dass es klappt. Herzlich willkommen im Freitagspodcast. Ja, und meine erste Frage ist natürlich, Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, Ihre Firma wurde am 27. März 2003 gegründet, praktisch mit dem Tief der damaligen BES. Wir haben damals das Platzen der Dotcom-Blase gesehen. Das war natürlich ein glücklicher Umstand. Wie wird man Gründer einer Asset-Management-Firma? Ja, zunächst einmal herzlichen Dank für die Gelegenheit, in Ihrem Podcast auftreten zu dürfen. Das freut mich sehr. Und die Frage ist eine gute, wie kam es dazu? Dazu muss ich fast ein bisschen kurz ausholen. Es war so, dass ich in den 90er Jahren in North Carolina meine Trading-Ausbildung hatte bei Dr. Van Thaab, der auch im ersten Market Wizards Buch porträtiert ist und eigentlich der berühmteste Trader-Trainer dieser Epoche war. Und ich habe dann zum Abschluss des Studiums dort ein Handelssystem entwickelt für den privaten Einsatz. Das hatte ich dann bei RIDEX, das ist eine amerikanische Fondsgesellschaft, einige Zeit im Einsatz für meinen privaten Account. Und den habe ich dann Anfang der 2000er Jahre nach Österreich übertragen zu einer Firma namens Fonds & Co. Das war das Retail-Outlet der C-Quadrat-Gruppe. Mhm. Und habe dann dieses Handelssystem umgesetzt. Und der Zufall wollte es, dass meine Kontenbetreuerin einen der beiden C-Quadrat-Gründer geheiratet hat. Und die hat dann mit ihm gesprochen und gesagt, du, ihr habt einen Kunden, der schichtet zwar relativ aktiv um, aber irgendwie funktioniert das nicht schlecht. Ja. Und dann war es eben Anfang 2003, nach den schwachen Jahren 2000, 2001, 2002, wo auch die, sage ich, klassisch gemanagten Dachfonds, die C-Quadrat im Portfolios damals hatte, natürlich auch unter den Marktverwerfungen gelitten haben. Und dann haben die gesagt, naja, so ein Total Return Approach, das wäre eigentlich ganz interessant. Wir hätten da einen ganz, ganz kleinen Fonds in Deutschland, den DAC Global Universal mit 1,4 Millionen Euro, Assets Under Management. Möchtest du das Handelssystem einmal auf den anwenden und wir schauen, was passiert? Ja. So hat es gestartet. Ja, also ich hatte einfach die Möglichkeit, habe dann begonnen, das zu machen. Es war wahnsinnig aufregend für mich. Damit, da war gerade so nach der Schilling-Euro-Umstellung, ja, habe dann nachgerechnet und gedacht, 20 Millionen Schilling, Wahnsinn. Wenn das nicht funktioniert, stehe ich in der Zeitung. Und dann sind wir losgestartet und wie Sie sagen, 27. März 2003, also einen viel besseren Zeitpunkt zum Starten kann man eigentlich gar nicht wählen. Es hatte zur Folge, der Fonds war nach einem halben Jahr plus 27% und in allen Rankings ganz weit oben. Und so wurde eine deutsche Versicherung auf uns aufmerksam, die uns dann das Mandat für drei weitere Fonds übertragen hat. Und so hat eigentlich der Start begonnen. Und jetzt heißt Ihre Firma Arts Asset Management und das AR steht für Absolute Return. Was ist Absolute Return für Sie? Absolute Return heißt für uns Benchmark unabhängig langfristig positive Erträge zu erwirtschaften. Mhm. Und sozusagen jeder einzelne Begriff ist davon wichtig. Ja, Benchmark unabhängig heißt wirklich, weder irgendein Anleihen noch irgendein Aktienindex sind sozusagen für uns eine Vorgabe, sondern es geht wirklich darum, langfristig positive Erträge für den Investor zu erwirtschaften. Und jetzt haben wir uns für den Freitagspodcast getroffen, weil wir gesagt haben, wir wollen ein bisschen über das Thema Drawdown sprechen. Wir sprechen zum Thema Drawdown aus Stiftungssicht. Für Stiftungen sind Drawdowns problematisch. Die haben eine Jahresrechnung zu machen, die müssen das entsprechend buchhalterisch erfassen. Deswegen die Frage, wir haben letztes Jahr ein Jahr gehabt, 2022, das sehr, sehr schwierig war. Aktien sind gefallen, Anleihen sind gefallen. Das heißt, da gab es diesen Drawdown, diesen Rücksetzer. Stiftungen müssen das jetzt in irgendeiner Weise in ihrer Jahresrechnung erfassen. Was ist der Umgang mit Drawdown für Sie, was macht ein Drawdown für Sie aus? Ist ein Drawdown schon minus 20%? Eine ganz normale Marktschwankung, minus 3, 4, das sind mal zwei schwache Tage. Das ist ja in dem Sinne noch kein Drawdown, oder? Es geht um die richtig fetten Tails, oder? Absolut. Also ich meine, einerseits Drawdown ist alles, wo ein Minus davor steht. Ja, also auch minus 1 ist ja ein Drawdown. Für uns war der wichtige Punkt, man muss es auch verstehen, sozusagen aus der Genesis des Handelssystems, das war ja für einen Privatanleger wie für mich geschaffen. Und die Erfahrung hat gezeigt, Drawdowns sind für Privatanleger die
am besten fassbare Risikokennzahl. Mhm. Wenn ich zu einem Privatanleger gehe und sage, der MSCI World hat eine durchschnittliche annualisierte Volatilität von 17 und wir nur von 12, dann ist das für ihn extrem schlecht greifbar. Das ist eigentlich eine Nebelsuppe. Ja, da stoppe ich irgendwie rum, aber greifen kann ich nicht. Greifen kann ich nicht. Wenn ich sage, lieber Privatkunde, die Hälfte von deinem Geld ist weg, das versteht er sofort intuitiv. Und das Wesentliche an den Drawdowns aus unserer Sicht war einfach das, je größer der Drawdown ist, desto höher das Aufholpotenzial. Verliere ich minus 10%, brauche ich plus 11, dass ich mein Geld zurück habe. Verliere ich minus 20, brauche ich deutlich mehr. Verliere ich 25%, brauche ich schon plus 33, dass ich mein Geld zurück habe. Verliere ich 50%, brauche ich plus 100, dass ich mein Geld zurück habe. Danach, an diesen Fat Tails, wie Sie es genannt haben, wird es ganz extrem. Verliere ich minus 90%, brauche ich plus 900, dass ich mein Geld zurück habe. Also ich muss es wirklich verzehnfachen. Genau. Also, und das ist ganz schwierig. Also dann, um das wieder aufzuholen, müssen Sie über 20 Jahre lang durchschnittlich mehr als 12% per anno haben. Und wie Sie wissen, das ist eine Performance. Hätten Sie die, wären Sie wahrscheinlich der beste Fonds der Welt. Was ich zum Beispiel im Dotcom-Crash gelernt habe, ist eine Aktie, die 90% gefallen ist. Es ist eine, die ist 80% gefallen und hat sich dann nochmal halbiert. Ja, ja. Das auch da haben Sie völlig recht. Und in diesen extremen Enden ist es auch so. Mhm. Weil für minus 90 brauchen Sie plus 900%, um es aufzuholen. Und für minus 95 das Doppelte. Mhm. Also es geht letzten Endes darum, von der übergeordneten Mechanik her, die wirklich großen Drawdowns zu vermeiden. Genau. Also diese minus 50, minus 40, minus 60, das darf einfach nicht passieren. Punkt. So ist es. Also beispielsweise bei unserem Handelssystem hat man es gesehen, in der Krise 2008 war es so, dass der MSCI World an der Spitze 55% verloren hat. Das heißt, sie brauchen fast 120%, um das wieder aufzuholen. Und unser Fonds hat in derselben Zeit 17% verloren. Dafür brauchen sie 19%, dass sie es wieder aufholen. Mhm. Das hatte auch zur Folge, dass wir im Juli 2009 wieder neue Höchststände erreicht haben, ob der MSCI World nach wie vor minus 40% war. Und genau aus diesen Gaps ist auch, wenn man sich sozusagen langfristig unsere Performance gegenüber beispielsweise einem MSCI World ansieht, ja, sieht man, dass die Outperformance kommt immer aus der Vermeidung dieser großen Drawdowns. Und ich glaube zum Beispiel, der Eurostoxx ist ja bis heute noch nicht über die Hochs von damals raus. Ne? Also der ist ja bis heute noch drunter. Absolut. Wenn Sie im März 2002 investiert haben in den Eurostoxx, der noch dazu ohne Dividenden gezählt wird, sind Sie nach wie vor im negativen Terrain. Mhm. Genauso wie Sie im Nikkei 225, das ist immerhin der zweitmeist kapitalisierte Aktienindex der Welt, wenn Sie da von dem Höchst Ende der 80er Jahre, wo wir bei fast 40.000 waren, investiert haben, ja, sind Sie heute noch deutlich im Minus. Das zeigt auch, wie gefährlich so eine Buy-and-Hold oder wie wir es nennen, Buy-and-Hold-Strategie ist. Mhm. Jeder Aktienindex der Welt, und zwar wirklich jeder für einen Aktienindex der Welt, hatte mindestens einmal einen 50% Drawdown, die meisten aber deutlich größere. DAX minus 66%, ja. Ja, Nikkei eben fast minus 90, Dow Jones minus 90. Das heißt, Ihr System ist darauf aus, ab einem gewissen Punkt aus dem Markt rauszugehen, an die Seitenlinie zu gehen. Sie sagen ja auch, Sie können letzten Endes die Aktienquote von 0 bis 100 bestücken. Das heißt, da steckt sehr viel aktives Management dann drin. Und das ist irgendwo das Geheimnis, oder? Dass ich genau so reagieren kann und agieren kann. Ich muss nicht nur reagieren, sondern ich kann richtig agieren. Ja, so ist es. Das passiert auch dann nicht so dichotom, dass man sagt, da gibt es einen Schwellwert und ab da gehen wir plötzlich aus Aktien raus, sondern wir scalen uns graduell aus den Märkten heraus und in die Märkte hinein. Damit man ein Gefühl dafür bekommt, mit welcher Geschwindigkeit das stattfindet, ist es üblicherweise, ist jetzt, sage ich, ein Drawdown, der 4 bis 8 Wochen dauert und in der Zeit der MSCI World, sagen wir, 10% oder mehr verliert. Das ist auch ungefähr der Zeitraum, wo unser System üblicherweise die Aktienquote fast bis auf Null herunterfährt. Und genauso in die andere Richtung dauert es im Schnitt meistens 1 bis 2 Monate, bis wir wieder den vollen Exposure haben. Das finde ich jetzt spannend, dass Sie sagen, dass es über mehrere Wochen sich hinzieht, so ein Drawdown. Sie haben sich ja sehr stark mit dem Thema Drawdown beschäftigt. Das heißt, diese großen Rücksetzer im DAX minus 5, im ATX minus 6 oder sowas, das clustert sich. Das heißt, es gibt viele schwache Tage, die in so einem Cluster auftreten, also in 4 oder 8 Wochen. Ist das wirklich etwas, was man als Stiftung letzten Endes auch greifen kann? Also
Wenn da ein Drawdown auffällt, dann kommt der selten allein, sage ich mal. Ja, na, da haben Sie völlig recht. Also das haben auch alle unsere Untersuchungen gezeigt, dass es genauso ist. Die negativsten Tage der Geschichte eines Index haben die Tendenz zur zeitlichen Clusterung. Das bedeutet beispielsweise, wenn wir jetzt, sagen wir, wieder den Nikkei 225 hernehmen, ist von den 10 schlechtesten Tagen der Geschichte, waren allein 4 im Jahr 2008. Je länger und je intensiver ein Drawdown ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Drawdown auch weitergeht. Ja, also der ist sozusagen autoregressiv in irgendeiner Form und auch selbstverstärkend. Ja, wie wir auch 2008 gesehen haben. Das Problem ist nur, jeder Drawdown beginnt mit einem Tag, wo es einmal minus 2 oder minus 5 macht. Das heißt aber noch lange nicht, dass das der Beginn des nächsten 50, 60, 70, 80, 90 Prozent Drawdowns ist, sondern das kann ja auch nur eine kurze Korrektur sein und schon geht es wieder nach oben. Das ist auch der Grund, warum unser System nicht schon bei dem ersten Anzeichen eines Drawdowns die Aktienquote signifikant reduziert, weil das würde dazu führen, dass langfristig der durchschnittliche Investitionsgrad in Aktien sehr gering wäre und wir damit viel Performance liegen lassen würden. Jetzt haben wir in den letzten 3 Jahren 2, finde ich, sehr, sehr interessante Börsenjahre gehabt. Einmal das Jahr 2020 mit einem Drawdown im März. Ich nenne das Corona-Crash. Wir haben auch bei uns auf dem Blog, haben wir das immer Corona-Crash genannt, weil ich glaube, das kann man tatsächlich als Crash bezeichnen. 2022 wiederum war das so ein Jahr, da ging es in der Tendenz nach unten. Ja. Was davon ist jetzt ein Drawdown, was ist ein Crash oder wie bewerten Sie diese beiden Jahre? Weil die waren natürlich beide wirklich schwierig. Ja. 2020 war trotzdem noch positiv am Schluss, aber 2022 war schon negativ. Das kann man, glaube ich, im Schnitt für viele, viele Konzepte kann man das so sagen und das wiederum ein bisschen Stiftung für sich ja auch sortieren, um einfach ein bisschen mehr zu verstehen, in was für einem Regime leben wir momentan. Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage, weil sich diese beiden Drawdowns auch wirklich inhaltlich signifikant unterscheiden. 2020 im März, das war der schnellste Drawdown in der Geschichte des S&P, gefolgt von der schnellsten Recovery in der Geschichte des S&P. Das war so ein typisches, ganz spitzes V. Genau, ein spitzes V. Ich glaube, der S&P hat an der Spitze ungefähr 33% verloren und hat dann unglaublich schnell recovered. Und wie Sie schon angesprochen haben, das Jahr wurde sogar positiv beendet. Eigentlich würde man jetzt glauben, also das ist der Worst Case für einen Trendfolger wie uns, ja, weil eigentlich kann nichts Schlimmeres passieren. Es geht wahnsinnig schnell runter, es geht wahnsinnig schnell wieder rauf. Man würde jetzt vermuten, dass sie auf dem Weg nach unten rausgehen und aber gar nicht wieder so schnell reinkommt. Das wäre jetzt die Vermutung. Genau, so ist es auch. Ja. So ist es auch. Und aber auch hier hat sich wieder gezeigt, dadurch, dass unser Handelssystem nur ungefähr die Hälfte des MSCI World verloren hat in Drawdown, konnten wir am Ende des Jahres das Jahr trotzdem besser abschließen als der MSCI World. Sie mussten nicht so viel aufholen. Genau so ist es. Damit sind wir genau wieder bei dem Thema des heutigen Podcasts. Vermeidung von Drawdowns ist einmal das Allerwichtigste, was man überhaupt hat. Die goldene Regel des Trendfolgens ist ja, cut your losses short, let your profits run. Ja, und vor allem dieser erste Teil ist ein wesentlicher. Das Interessante war aber inhaltlich sozusagen 2020 der Drawdown, das war so ein klassischer Risk-on-Risk-off-Drawdown. Ja, also es wurden auch die sozusagen über Derivate, die großen Indizes sofort entweder überhaupt geschortet, ja, oder Positionen im Portfolio glattgestellt, also gehedged in irgendeiner Form, hat gesehen, alle Märkte, alle Sektoren waren gleichzeitig unter Druck. Ein ähnlicher Fall eigentlich wie 2008 auch. Also vielen Anlegern, 2008 gab es von den 56 Ländern und 14 Branchen des MSCI World keinen einzigen positiven. Alles war negativ. Die ganze Geschichte. Anders war jetzt 2022. 2022 hat von der Charakteristik her eher an den Drawdown 2000 bis 2003 erinnert. 2000 bis 2003 war es so, dass es immer wieder einzelne Länder und Sektoren gab, die sich gegen den großen Trend stemmen konnten. Das war Italien interessanterweise, das war Australien durch seine Rohstofflastigkeit und das waren US Real Estates. Und auch Österreich waren nicht so schlechte Aktien. Und auch, genau, weil nämlich Österreich den ganzen Aufschwung 1990, in den 90er Jahren komplett, also das war wirklich unfassbar, wie sich dieser Index abgekoppelt hat von der restlichen Börseneuphorie in der Welt. Und 2022 war eher wie dieser Drawdown 2000 bis 2003, das heißt, einzelne Sektoren konnten sich abkumpeln, insbesondere der gesamte Commodities-Komplex, der vor allem Anfang des Jahres sehr, sehr stark gelaufen ist, wo wir auch massiv investiert waren.
und dadurch sozusagen nicht nur sozusagen Verluste vermeiden konnten, sondern sogar eine positive Performance Contribution aus diesem Bereich hatten. Und es gab dann auch später einzelne Bereiche, die sich gegen diesen overall negativen Haupttrend stemmen konnten und boten somit auch die Möglichkeit, da in einzelne Nischenmärkte reinzugehen. Und das ist ja ein wesentlicher Bestandteil unseres Handelssystems. Unser Handelssystem ist ja ein komplett quantitatives, das heißt, alle Entscheidungen werden vom Computer getroffen. Die Basis ist eine Fonddatenbank, die ungefähr 10.000 Investmentfonds und 3.000 ETFs umfasst, die in circa 80 Sektoren untergliedert sind. Und was das System versucht, ist auf Basis der historischen kurz- und mittelfristigen Performance der letzten Wochen und Monate jene Sektoren herauszufiltern, die die relativ stabilsten Trends im Vergleich zum restlichen Universum hatten, weil die eine mathematisch erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, auch in den nächsten Wochen und Monaten zu den Outperformern zu gehören. Dahinter steht diese Momentum-Theorie, die ja 1991 in der Arbeit von Jagadish und Tittman akademisch sozusagen sich seine Lorbeeren geholt hat, dann ungefähr 10 Jahre später noch einmal wiederholt wurde, wieder gezeigt hat, dass die Momentum-Theorie funktioniert. Und die Momentum-Theorie ist auch das meist untersuchte wissenschaftliche Topic in der finanzwissenschaftlichen Literatur in den letzten 20 Jahren. Selbst Eugene Farmer, der den Nobelpreis für die effiziente Märktehypothese bekommen hat, die eigentlich sagt, dass das gar nicht funktionieren kann, was wir machen, selbst der sagt, Momentum ist the premier anomaly. Da kommen jetzt bestimmt noch ein paar Analysen dazu in den nächsten Jahren, denke ich mal, auf Basis dessen, was wir in den letzten 3-4 Jahren gesehen haben. Wenn wir über die Positionierung in Ihren Produkten sprechen, Sie haben gerade davon gesprochen, dass es bestimmte Sektoren, bestimmte Branchen, bestimmte Segmente gibt, die einen stabileren Trend oder eine Wahrscheinlichkeit für einen stabileren Trend ausgebildet haben. Können wir da 1-2 Beispiele haben, wo aktuell ein Stückchen die Positionierung so ein bisschen exponierter ist? Ja. Zurzeit sehen wir ein Recovery in European Value Small Caps, also ein eher sehr spezifisches Nischensegment. Ja. Letztes Jahr war auch ein extrem gutes Beispiel, da hatten wir Positionen im MSCI Katar und MSCI Middle East. Ja, weil einfach durch die Entwicklung des Rohölpreises diese Märkte stark performt haben. Genauso wie Indonesien. Wir hatten letztes Jahr eine relativ starke Indonesien-Position, weil Indonesien ein extrem rohstofflastiges Land ist. Ja, und wir vorher ja schon angesprochen haben, dass World Commodities als Sektor sehr positiv performt hat. Ja, also da sieht man, sind immer wieder so einzelne Nischen. 2020 beispielsweise war das Automation and Robotics und Digital Logistics, weil im Zuge der Corona-Krise dieses ganze Thema Direktversand plötzlich wahnsinnig stark angesprungen ist, weil ja die Geschäfte alle geschlossen waren und dann hat das Handelssystem hier reagiert. Die Kernidee dahinter ist eigentlich die zu sagen, wenn man sich die Geschichte der Börsen anschaut, dann sieht man, dass es immer Zeiten gegeben hatten, wo einzelne Technologien, Länder oder Branchen eine Outperformance hatten. Beispielsweise Anfang des 20. Jahrhunderts war das Railroad. Ja. Im Dow Jones waren damals ein Viertel aller Aktien waren irgendwie mit der Eisenbahn connected, weil die Eisenbahn einfach die Technologie damals war. Die hat die Menschen näher zusammengebracht, die hat Transportwege verkürzt und beschleunigt und es war einfach die Technologie. Ist es heute natürlich nicht mehr, ja. Aber dann gab es halt, und das ging dann durch, in den 60er Jahren war das alles, was mit Robotics zu tun hat. Also wenn man da Robotics im Namen hat, dann war das schon fast ein Garant dafür, dass man mal ordentliche Mittelzuflüsse hatte. In den 80er Jahren japanische Immobilien, Ende der 90er Jahre alles, was Dotcom hatte, Biotechnologie, 2003 bis 2007, BRIC-Länder, Brasilien, Russland, Indien und China, ja. Eben bis letztes Jahr dann halt alles, was irgendwie mit Rohstoffen zu tun hat. Also man sieht so, jede Zeit, jede Epoche hat ihre Stärken, wo aus irgendeinem fundamentalen Grund halt dieser Sektor gut geht. Und unser Handelssystem versucht sozusagen mit mathematischen Regeln diese Sektoren zu identifizieren und in diese zu investieren, solange der Trend intakt bleibt, aber auch rauszugehen, sobald sich dieser Trend schneller dreht,
Deswegen ist es auch so, dass wir bei jedem Titel, den wir kaufen, automatisch ein Stop-Loss-Limit hinterlegt haben, das auch auf täglicher Basis mitgezogen wird. Ja, das heißt, wir versuchen quasi mit der Aktienquotensteuerung das Gesamtrisiko des Portfolios in irgendeiner Form zu stabilisieren und durch die Stop-Loss-Politik Verluste in Einzelpositionen zu minimieren. Und das ist eigentlich bei uns quasi sind die zwei wesentlichen Risikosteuerungselemente, weniger als dieses Diversifizieren. Man muss wirklich sagen, Diversifikation innerhalb der Aktien hat einfach echt seine Grenzen. Man hat es ja am MSCI World gesehen, viel diversifizierter kann man ja nicht sein, indem man global 2000 Aktien kauft. Mhm. Ja, trotzdem hat der Index in den letzten 20 Jahren zweimal mehr als 50% verloren. Also das sieht man schon, Diversifikation allein, das genügt einfach nicht. Man muss auch aus der Asset-Klasse rausgehen im Ernstfall. Das finde ich einen total spannenden Punkt, weil wir den Stiftungen immer sagen, Diversification first. Das ist für euch einfach die erste Disziplin, kommt aber ein bisschen daher, dass viele Stiftungen zumeist nur in Aktien und da auch nur in ein paar und in Renten investiert sind. In der Regel in einem Mischfonds oder in zwei Mischfonds, die genau in diese beiden Anlageklassen. Ja. Das ist als Diversifikation zu wenig. Da passen dann oder da gehören dann in der Regel viele Regionen nicht mit dazu, viele Branchen gehören nicht mit dazu. Also da wird vieles ausgeklammert. Man ist also praktisch mit den Drawdowns mit dabei. Das sieht man in vielen Mischfonds. Zwei Fragen habe ich noch zum Abschluss. Und zwar einmal dieses Thema, wir haben jetzt drei sehr, ich fand die Jahre sehr interessant, aber sie waren auch sehr intensiv. Muss man sich an solche Jahre ein Stückchen gewöhnen, wenn es um das Thema Drawdown geht? Also das ist diese langen Zyklen, wo die Börsen einfach sich permanent kontinuierlich nach oben entwickeln, muss man sich ein Stückchen davon verabschieden oder sich ein bisschen mehr damit vertraut machen, dass einfach der Drawdown vielleicht zum täglichen Management stärker dazugehören wird? Das ist ein bisschen eine Gefühlfrage. Was sagt denn Ihr Bauch? Das darf ich Sie eigentlich nicht fragen. Ja. Weiß ich auch, aber ich möchte die Frage trotzdem stellen. Ja. Man sagt ja immer, ein Trendfolger, der eine Marktmeinung hat, ist keiner. Und trotzdem ist es aber natürlich so, dass man sich Gedanken dazu macht, wie die Aktienmärkte verlaufen. Und man hat natürlich auch sozusagen immer ein bisschen die Tendenz, die aktuelle Zeit als eigentlich die schwierigste zu empfinden. Wenn man auf die Historie schaut, dann ergibt sich das irgendwie logisch, man kann sich das irgendwie alles erklären. Aber man denkt sich immer, gefühlt ist die Volatilität jetzt immer am höchsten. Also selbst die letzten Jahre, und das darf man ja nicht unterschätzen, weil man ja nur immer sagt, ja, diese schönen Trends wie früher gab es nicht. Ja. Man muss sagen, von 2008, Ende der Krise bis 2020, hatten wir keinen einzigen signifikanten Drawdown. Also das war eigentlich eine unglaublich lange, stabile Phase mit der geringsten historischen Volatilität ever. Man vergisst es einfach nur und der Privatanleger oder auch alle anderen haben gefühlt, ist die Volatilität jetzt immer am höchsten und gefühlt ist auch die Unsicherheit jetzt immer am höchsten. Aber im Wesentlichen, wenn man es sich anschaut, muss man sagen, die Börsenzeiten jetzt sind eigentlich kaum anders als das, was wir schon historisch gesehen haben. Wenn wir uns den Drawdown 1929 anschauen, ja. 1929 bis 1932, der Dow Jones 89% verloren. Es hat bis 1954 gedauert, dass man sein Geld zurück hatte. Das heißt, ein Vierteljahrhundert, also sage ich, das ist selbst für eine Stiftung wirklich ein sehr, sehr langer Zeitraum. Ja. Also da sieht man auch so extreme Zeiten, die Volatilität damals war enorm, hat es immer gegeben und wird es wahrscheinlich auch immer geben. Mein Trading-Lehrer Dr. Saad hat immer gesagt, Markets ever changing, always the same. Und was er damit sagen wollte, ist eigentlich, ja, es treten natürlich die Drawdowns nie gleich auf, es ist immer irgendwie anders, aber diese langen Zyklen und diese Trends, das ist etwas, was einfach immer besteht, jedes Mal in neuer Form auftritt, aber hier gibt es einfach Gesetzmäßigkeiten und genau diese Gesetzmäßigkeiten versuchen wir auch mit unserem quantitativen Ansatz sehr diszipliniert sozusagen umzusetzen und langfristig in eine positive Performance umzumünzen. Das finde ich ein sehr schönes Beispiel. Ich habe neulich im Radio eine Börsenexpertin gehört und die hat Privatanlegern Tipps gegeben. Die haben dann also praktisch Hörerinnen und Hörer zugeschaltet. Und da hieß es dann, soll ich denn Aktien kaufen? Nein, weil Aktien fallen ja immer.
Das war also gemünzt auf das Jahr 2022. Aber wie Sie sagen, die Zeit vor 2020 komplett ausgeblendet, diese 12 Jahre, wie Sie sagen, das war ja eigentlich ein Schlaraffenland für jeden, der an der Börse irgendwie anlegen wollte und mal sich ein bisschen auch ausprobieren wollte. Ja. Absolut. Und man muss auch sagen, Aktien sind auch die einzigen, ist die einzige Asset-Klasse von den drei Paper-Asset-Klassen, Geldmarkt, Anleihen und Aktien, ist Aktien die einzige, die auch laut Ibbotson-Studien seit 1926 gezeigt hat, dass sie langfristig nach Inflation aktive Erträge erwirtschaftet. Das ist sowohl mit Geldmarkt als auch mit Anleihen Buy and Hold nicht möglich. Das darf man nicht unterschätzen. Und es gibt mehrere Länder, leider ist Österreich eins davon, die gezeigt haben, dass sogar eine 100 Jahre Buy and Hold Strategie mit österreichischen Anleihen negative Erträge gebracht hat nach Inflation. Dann frage ich mich, warum Sie 2017 eine 100-Jährige emittiert haben. Das muss man jetzt vielleicht ein bisschen klarstellen. Nicht Arz hat eine 100-jährige Anleihe emittiert, sondern die Republik Österreich. Ich werde die Frage an unseren Finanzminister weiterleiten. Herzliche Grüße. Liebe Grüße. Ja. Letzte Frage bei uns im Freitagspodcast. Sie haben gerade das Wort Epoche in den Mund genommen. Ich höre viel von Zeitenwende, ist in Deutschland Wort des Jahres geworden. Wenn ich Sie jetzt weniger als Fondsmanager, vielleicht auch ein bisschen als Unternehmerfrage. Ist das, was wir jetzt momentan sehen, so vom übergeordneten Kontext her, ist das ein Epochenwechsel? Haben sich die Parameter 2022 ganz grundsätzlich verändert für das Tun der Europäer in den nächsten Jahren? Das beschäftigt uns als Anleger zur Gänze. Wir reden viel über, wir müssen die Wirtschaft einmal komplett neu umbauen, energetisch anders aufstellen, aber wir sind natürlich auch also mit anderen Herausforderungen konfrontiert. Wenn ich Ihnen diese Frage als Leo Willert, als den Gründer, als den Geschäftsführer, als Unternehmer stelle, was würden Sie darauf antworten? Also sozusagen, wenn ich es privat betrachte und jetzt auch insbesondere mit deutschen Unternehmern spreche, muss ich sagen, also ich habe in meiner gesamten Karriere noch nie eine Zeit erlebt, wo die Overall-Stimmung unter Unternehmern so schlecht war wie jetzt. Ja, also ich glaube, also man muss sagen, es ist wirklich interessant auch an Deutschland zu sehen, also ich glaube, der Versuch dieser Energiewende, also ich glaube, mehr fehlschlagen kann ein Versuch eigentlich gar nicht als das. Es ist einfach unfassbar, ja, man dreht funktionierende Kernkraftwerke ab, wirft stattdessen wieder alte Braunkohlekraftwerke an, verfeuert so viel fossile Energie wie noch nie, also schlechter als das kann man es einfach nicht machen. Und den produzierten Windstrom verschenken wir in andere Länder. Ja, also dieser Flatterstrom, der dann irgendwann auftritt und das gesamte Netz belastet, also das funktioniert nicht. Aber ich glaube, was auch ein echtes Problem mittlerweile ist, ist sowohl als auf europäischer Ebene als auch in den einzelnen Ländern, ist einfach diese überbordende Gesetzgebung und Bürokratie, dieses Eingreifen in eigentlich funktionale Märkte durch übergeordnete Reglementarien. Also ich sehe es an unserer Branche, es ist einfach unfassbar, was mittlerweile an Papier erledigt werden muss, einfach nur einem Privatanleger ein Konto zu eröffnen. Ja, das ist nahezu unmöglich. Sie füllen 200 Seiten Papier aus mit Geldwäschebestimmungen, Know Your Customer, 1000 Risikohinweisen mit PRIPS und 17 weiteren Akronymen, wo versucht wird, in irgendeiner Form dieses Risiko darzustellen für den Investor, das muss man echt sagen, das wird eigentlich immer schlechter. Ja. Es ist auch so, dass dadurch, dass dieser Papierkram so enorm ist, ja, es immer weniger Privatanleger gibt, die überhaupt Zugang zu den Kapitalmärkten haben. Wenn Sie heute schauen, ein typischer Strukturvertrieb, wenn da wie vor 20 Jahren, sage ich, ein Privatanleger kommt und gesagt hat, er möchte einen Sparplan machen mit 200 Euro, haben die gesagt, super, setzen Sie sich hin, schau, die zwei Seiten, das lesen Sie sich durch und jetzt haben Sie einen Sparplan. Heute, die Kunden werden einfach abgelehnt. Der Papierkram und die ganze administrative Abwicklung ist einfach so hoch, um den zu machen, dass der Kunde sich einfach nicht rechnet. Ja. Und das muss man wirklich einmal diesen Gesetzgebern und den Leuten, die da in Brüssel sitzen, wirklich einmal klar machen, sagen das kann ja nicht sein, dass ein großer Teil der Bevölkerung gar keinen Zugang zu den Kapitalmärkten haben, weil Regularien von Menschen entwickelt werden, die noch nie in ihrem Leben einen einzigen Tag in einem richtigen Beruf gearbeitet haben oder je mit einem Privatanleger gesprochen haben. Ja. Da sitzen irgendwelche Geisteswissenschaftler fernab von jeder Realität und entwickeln irgendwelche Vorgaben, die in der Praxis unumsetzbar sind.
sind, ja, und wirklich zu Lasten der breiten Bevölkerung gehen. Weil das darf man nicht unterschätzen, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, ja, ist ja der Teil der Anleger, die in den Aktienmärkten investiert, ist unter 10%. Ja. Ja. Das Wahnsinn. Ist ja eine Katastrophe, ja, volkswirtschaftlich. In Österreich hunderte Milliarden liegen herum auf Festgeldkonten, Bausparern oder sonst irgendwas. Ja, das ist alles Volksvermögen, das da einfach diffundiert bei einer Inflationsrate von 8 oder 10%. Ja. Es wird einfach die Mittelschicht dadurch ausgedünnt. Ja. Und wenn wir uns vorstellen, dass die alle sinnvoll investiert werden, eben in einen vermögensverwaltenden Mischfonds, der halt in den letzten 20 Jahren, sagen wir 5-6% per anno gemacht hat, ja, dann hätten die mehr Geld. Ja. Ja. Sie hätten Kapitalertragssteuer gezahlt, der Staat hätte mehr Geld. Das wäre eine Win-Win-Situation für alle. Und der, ja, Druck auf die Rentensysteme würde perspektivisch geringer werden. Genau so ist es. Ja. Und all das wird verunmöglicht durch diese völlig überbordende Bürokratie und Vorgabe mit 17 Millionen Risikohinweisen und ähnlichen Dingen, wo dann beide irgendwann einmal aufgeben, nämlich der Berater und der Anleger. Was so eine kurze Frage zum Abschluss manchmal noch für tolle Antworten produziert. Ich danke Ihnen sehr dafür. Ich habe jetzt gerade überlegt, was ich darauf antworten soll, weil natürlich, Sie haben einen Amerika-Bezug, Sie haben dort, ja, Ihre Ausbildung genossen. Die Amerikaner haben halt eine Anlegerkultur und die sind völlig anders unterwegs, in meinen Augen. Perfekt dort. Da gibt es den 401k-Plan, so, den hat jeder. Ja, genau. Innerhalb dessen kann er umschichten. Ich meine, da muss man zur Ehrenrettung sagen, die Europäische Union versucht ja jetzt gerade ein Bauton zu diesem 401k-Plan zu machen, also dass es auch auf europäischer Ebene so ein Pensionskonto gibt, das man auch zwischen den Ländern transferieren kann. Ja, aber da müssen Sie sich bürokratisch ordentlich bewegen. Ja. Das wird mit diesem bürokratischen Apparat definitiv nicht funktionieren. So ist es. Ja. Lieber Leo Willert, ich danke Ihnen sehr. Das war ein sehr lebendiges Gespräch. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Stiftungsverantwortliche, Stiftungslenkerinnen und Lenker, wie wir immer sagen, haben viel gelernt über das Thema Drawdown, wie wichtig es ist, den zu vermeiden. Und die Blicke in die Historie, die weiß ich sehr zu schätzen, weil wir damit natürlich auch das aktuelle Umfeld ein Stückchen relativieren. Wir leben nicht in den temperiertesten Zeiten, wir leben in interessanten Zeiten, aber ich glaube, man kriegt das alles hin und man kann alles handhaben, speziell in der Kapitalanlage, wenn ich dann mit Profis wie Ihnen arbeite. Vielen, vielen Dank, liebe Willer, dass Sie sich Zeit genommen haben für unseren Freitagspodcast heute. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Natürlich gibt es jeden Freitag eine neue Folge Freitagspodcast auf www.stiftungenstärken.de.